Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zur ersten Folge von Original Character, einer Smash-Reihe hier auf meinem Kanal. Ich bin nicht alleine, denn alleine macht das nicht viel Sinn. Ich habe einen Gastkommentator und Spieler dabei, der sich jetzt vorstellen darf. Hallöchen, Freunde, der Fanmade Let's Play ist heute dabei, meine Wenigkeit. Richtig. Genau. Den sollten die meisten von euch ja schon kennen. Die Regeln sind im Grunde ganz simpel. Ich benutze Custom-Charaktere. Es darf jede Stage gespielt werden, egal ob die Omega-Version oder nicht. Wir spielen mit drei Matches mit jeweils drei Stocks und wer am Ende 2 aus 3 gewonnen hat, hat gewonnen. Okay. Ihr müsst wissen, mir waren die Regeln auch noch nicht bekannt. Richtig, er kannte die Regeln auch noch nicht. Ja, du darfst mir gerne beitreten, wenn du willst. Ich darf dir beitreten, sehr gut. Und ich gebe dir drei Charaktere zur Auswahl, aber nur die Abkürzung. Und du musst anhand der Abkürzung dich dazu entscheiden, gegen wen du spielen willst. Du darfst deine Charaktere zwischen den Matches wechseln, wenn du willst. Okay. Also die drei Möglichkeiten in dieser Runde sind PM, okay, 4x S oder KF. Also ich will schon mal nicht gegen Pac-Man spielen. KS, 3F, 4x S. Also ist es egal, welchen Charakter ich nehme? Es ist völlig egal, was du nimmst. Du darfst das zwischendurch wechseln, wenn du meinst, du hast was mich countert. Da ich die Matchups leider nicht so im Kopf habe, wird mir das nicht so viel bringen, also schaue ich mal. Okay. 4x S oder KF? 4x Suchst dir aus. S. Was sind 4x S? Ich bin gespannt, was 4x S ist, deswegen nehme ich 4x S. Okay. Was nehme ich denn für ein Aussehen von ihm? Oh, das sieht doch schick aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Stage ich nehmen soll. Man muss doch so sagen, ich habe diese Charaktere nicht wirklich gespielt. Ich habe sie mir zusammengestellt, weil ich dachte, ach, das wäre bestimmt ganz lustig. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Die sind bestimmt alle, wie du immer auf Twitter schreibst, voll auf Speed gedrillt. Ist der hier tatsächlich. Wow, super. Deswegen hoffe ich, du freust dich. Ich bin gespannt. Oh, komm. Nehmen wir die Stage, warum nicht? Viermal S. Die kann ich nicht nehmen. Okay, dann nehme ich nicht die Stage. Ist auch in Ordnung. Ach, bestimmt. Nee, viermal S passt ja nicht so, wie man es sagen muss. Okay, ja, ich bin gespannt. Oh Gott, ich weiß nicht mal, was der kann. Das ist gut. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, Sonic. Du freust dich auf das Match gegen Super Speed Super Sonic. What the fuck? Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was Sonic macht. Außer schnell sein. Weißt du, wenn ein Charakter es echt nicht gebraucht hätte, in Speed investiert zu werden. Ich weiß, das ist das Geile. Alter, what the fuck? Ich kann dich nicht mal grabben. Ja, ich dich auch nicht. Was ist denn das, Mann? Oh Gott, ja, los, los, flieg raus. Please. Oh, es ist so herrlich doof. Oh Gott! Ey, in der Zeit, in der ich jetzt in meiner Side-B gelandet bin, bist du einfach zweimal über das ganze Spielfeld gerannt. Was kann Sonic? Rennen. Ja, das merke ich schon. Oh, verdammt. Frage ist eher, was kann dein Sonic? Ich glaube, ich habe nicht mal Custom-Moves auf den hier. Nice. Er ist einfach nur schnell. Ja, weil ich für Sonic keine Custom-Moves hatte. Das ist natürlich gut. Gott. Ich hoffe, einer meiner nächsten Gegner nimmt KF. Ich freue mich auf KF. Die Leute, die das Video sehen, ich werde vermutlich ein paar Folgen auf einmal aufnehmen. Also halt bevor ich hochlade. Deswegen hoffe ich, dass das bis dahin einer gekriegt hat. Oh Gott, Hilfe! Oh. 3 Stocks sind irgendwie ein bisschen viel, wenn man so spielt. Ja, ein bisschen. Vielleicht reduziere es gleich mal auf 2. Wenn man sich nicht trifft, ist das schon ein bisschen bitter. Oh Gott, ich werde irgendwelche Leute haben mich in die Kommentare geschrieben. Ey, ihr könnt das Spiel voll gar nicht. Ihr seid voll kacke. Ja. Mein Gott. Oh ah. Nein. Why? Ich wollte auch nie. Oui. Oh, das ist also sein Down Air. Gut zu wissen. Ich find's schön, dass du die Charaktere erst mitten in der Aufnahme entdeckst. Ja, ne, das ist toll. PM war übrigens nicht Pac-Man, das kann ich dir schon mal sagen. Was wäre es denn gewesen? Ah, ne, geh. Kannst du mir nach der Aufnahme sagen. Wenn du magst. Oh, da guck mal, die Brücke war schon Wie da. Wie weit Nein! springst du denn hoch? Whee! Mein Gott, ey. Nein, geht auch. Doch, endlich. Ah. Ich habe extra die Stage genommen, weil Pikachu hier auch mal Leute killen kann. Tim, you're too slow. Way too slow.
Wie hoch du auch springst, ey, ist so krass. Was macht der komische Troll da? Wieso sitzt er nicht auf seinem Pferd? Just rolling by. Oh, jetzt hat sich mein Angriff abgefallen. Was? Vor allem sein Pferd, die reiten auf Wildschwein. Meine Güte, ist das. Hat Sonic eigentlich irgendeine Form von Killpotenzial? Wobei ich glaube, ich habe durch den Speed einfach keinen Schaden mehr. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwie plus 120 Speed und dafür minus 90 Angriff oder so. Das ist das Problem an Pikachu. Der Pikachu hat allgemein mega Probleme zu killen, deswegen habe ich auch die Stage genommen. Muss ich einfach irgendwie ins Ausdriften. Ich glaube, war Sonic's Backthrow nicht irgendwie seine beste Kill-Option oder so? Komm mal her, das will ich mal grabben. Ja, Sonic's Backthrow ist schon stark. Also, ich habe Sonic auch mal eine Zeit lang gespielt. Aber irgendwie. Oh. Nach dem Kampf kann ich ihn nie wieder spielen. Ich auch nicht. Der wird einfach komplett aus der Liste mit den möglichen Optionen rausgenommen. Ja. Okay, da habe ich Sonic mal getestet und dann ist gut. Flieg doch in die andere Richtung. Ich kann natürlich sagen, dass. Ja. Oh, au. Oh nein. Mann, wie weit kommst du denn? Das ist unglaublich. Ja, los. Stürz dich ins Tod. Um es loszulassen. Stürz dich in den Tod. Ich warte, bis die Brücke wieder da ist. Nein! Wie? Nein! Ja! Oh nein. Das ist immer der schönste Sonic-Tod. Das ist wie der Down-Special von Ganondorf. Ja! Wie, was ist denn? Boah, das ist unglaublich, ne? Es ist so lächerlich einfach, dieses Match. Das ist so dumm. Ui. Ja. Nein, oh. Okay, ich glaube, ich mache das einfach so. Das erste Match sind 3 Leben, das zweite Match 2 und das letzte 1. Okay. Falls es zu 3 Matches kommt. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Regelung. Nimm aber für die 3er-Matches nicht so Charaktere wie Sonic. Das geht ja gar nicht. Naja, es wird immer derselbe Charakter benutzt, ist das nicht? Achso. Nicht in das Fass! Oh Gott. Nein! Nein! Ja. Okay. Nice. Okay, Sonic, das üben wir nochmal. So gefällt mir das. Oh Gott. Darf ich eigentlich auch Custom-Charaktere nehmen? Wenn du möchtest. Okay, ich habe nur mal so überlegt. Bin ich der Einzige, der die Carlos Pokémon League Stage hasst wie die Pest? Ich hasse sie nicht, aber ich spiele sie mittlerweile auffallend selten. Ich finde die unglaublich dumm. Diese scheiß Feuersäulen sind die schlimmsten. Ich hatte immer das Problem, dass immer wenn der Wasserteil kam, bin ich immer von der Map gespült worden. Ich hasse einfach diese Feuerteile. Weil ich mich da viel zu oft selber reinhaue mit irgendwelchen Attacken. Homing Attack, Spam. Alter, ich krieg Krebs bei dem Match. Das ist ja. Oh Gott, was habe ich mir da nur angetan? Wow, blockt er das einfach eiskalt. Oh Gott. Oh, diese Stelle von der Map, ne, erinnert mich immer an die Mission, für die man Yoshi brauchte in Sunshine. Oh Gott, ja. Wo mit Yoshi einfach 5 Stunden über dieses Scheiß. Mit den scheiß Booten fahren musstest. Ich hab es gehasst. Ich mag Sunshine echt gerne, ich aber auch. Das war eine absolut beschissene Mission. Ja. Darf ich bitte aufstehen? Ja, Sonic. Mann. Bitte. Ich will nie mehr. Aber Sonic ist doch so ein schönes Matchup. Der ah. Das stellen sich gerade. Ups. Du hättest mich ruhig dran erinnern können. Du bist ja ein toller Gast. Ja. Beim Sonic ist auch so ein Charakter, mit dem ich einfach überhaupt nicht klarkomme. Schon normalerweise nicht. Oh Gott, endlich. Du hast immer noch 3 Stocks, ne? Ja, ich weiß. Wieso dachte ich, es wäre eine gute Idee, ihn noch höher zu setzen im Speed? Ich weiß nicht. Ich will dich nur grabben, das kann ich dich nicht killen. Oh, weil ich musste gerade an unser Super Smash Flash Video denken, wo das die Stage nach oben Nein! Ging. Nein! Das war großartig. Wo die Stage nach oben ging und du lachst so, weil du dachtest, ich verreck jetzt unten. Der Messer noch so ein Bild getragen. Oh, oh, oh! Nein, tschüss! Nein! Was? Nein! Moment. Nein! Nein! Ich dachte gerade auch. Ich dachte, die Stage bewegt sich und nicht das scheiß Schiff! Oh, es ist bis heute eine meiner Lieblingsszenen. Das war super. Probier ich dich einfach mit Donkey Kong auch played hab. AKA, ich hab die Tasten gemasht. Je, ich wollte gerade sagen. Oh Gott, nie Ganz wieder. Ganz ehrlich, bei deinem Investment kannst du froh sein, wenn du überhaupt irgendwas Schaden macht. Das stimmt. Nie wieder Sonic, ey. Holy shit. Fuck you. Yo. Ja, genau. What the hell? Oh, das macht Spaß. Nein, macht's nicht. Das macht vielleicht Krebs, aber kein Spaß. Ganz ehrlich, Sonic sollte nicht so weit springen können. Oh Gott, nein! Okay, da war Boden. Da lebst du aber schon gefährlich.
Ah. Oh. Oh, warum macht er nicht Druckwelle auf dem Boden wie Ganondorf? Warum ist Sonic nicht Ganondorf? Das ist das, was ich damit sagen möchte. Ja, die Ähnlichkeit ist doch schon verblüffend. Warum haben deine Attacken so eine dumme Prio im Vergleich zu meiner? Oh, nein! Das macht mir überhaupt Sorgen. Ich wollte gerade sagen. Und das Einzige, wo ich nicht sterbe, dann ist es runterfallen. Ich habe das Gefühl, alles von seinen Moves machen dasselbe. Ich hab das Gefühl, du hast keine Kontrolle mehr über das, was du da tust. Hier roll ich mich zusammen! Und hier roll... Ja. Nevermind, hier roll ich mich nicht zusammen. Hier fliegst du nur raus. Ich merk schon. Okay, GG. Nice. So. Okay, das war... interessant. Nennen wir es interessant, ja. Dann, you can change the match rules. Okay. Dann würde ich aber sagen, machen hier einfach direkt noch eine Aufnahme. Ich bedanke mich dafür, dass du in dieser Folge dabei warst. Aber immer gerne. Ich werde den Sonic einfach direkt löschen. Ja, bitte tu es. Das kannst du keinem zumuten. Oh Gott. ja, vielen Dank, dass du da warst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja das Übliche abonnieren, kommentieren und so. Ich bin der Kuchenjäger und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Original Character. Ich habe zweimal dahinter bei gesagt. Tschüss. Nice. Ciao.